Moin Moin alle zusammen. Heute möchte ich euch gerne mal IGTV vorstellen. Das ist jetzt eine neue Plattform vom Instagram, wo man halt Videos hochladen kann, die über eine Minute sind. Ich denke mal, glaube ich, bis 10 Minuten ist es momentan möglich. Und das soll eine Konkurrenz zu YouTube werden. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Ihr findet das Ganze im Google Play Store unter IGTV. Aufklicken. Ich habe da schon das Ganze installiert. Dann geht ihr auf Öffnen und dann kann man. Entschuldigung für die Unterbrechung. Und zwar kann man dann seinen Account auswählen, mit welchem man sich gerne verbinden möchte. Ich habe mich jetzt mit meinem Account Hund, Katze, Schmaus verbunden. Dann sieht man halt für dich den Reiter und da werden halt Vorschläge gemacht, welche Videos für dich ja interessant sein könnten. Wenn wir auf Abonnieren klicken, dann ist es so, dass wir halt die Leute, die wir abonniert haben, und unsere eigenen Videos zu Gesicht bekommen. Wenn wir auf Beliebt gehen, ist es so, dass wir halt dort die beliebtesten Videos, die momentan wirklich beliebt sind, angezeigt bekommen. Auf weitere Anzeigen werden halt nochmal. Auf weiter Ansehen, Entschuldigung, auf weiter Ansehen werden halt die Videos aufgezeigt, die wir uns schon angeschaut haben oder angefangen anzuschauen haben. Und wenn wir draufklicken, wird es halt genau zu dem Zeitpunkt wiedergespiegelt werden, zu dem wir aufgehört haben. Wenn wir selber ein Video hochladen möchten, gehen wir einfach auf unseren Icon. Da ist jetzt mein kleiner Hund drauf. Dann können wir hier unsere hochgeladenen Videos schon sehen und auch sehen, wie viele sie sich angeschaut haben. Dann zum Beispiel ist jetzt hier nur ein Aufruf. Ich habe das kurzfristig hochgeladen. Wenn wir dann, jetzt seht ihr ja, dass es ohne Ton ist. Wenn wir den Ton anmachen wollen, dann müssen wir einfach auf laut und leiser klicken. Zurück. Genau, dann. Ich habe doppelt zurückgeklickt. Entschuldigung, müssen wir nochmal wieder auf mein Icon klicken. Wenn wir jetzt ein Video selber hochladen möchten, dann klicken wir einfach auf das Pluszeichen. Dann erscheint unsere Galerie und alle Videos, die in Hochkantformat gefilmt worden sind, werden hier auch nur angezeigt. Die Videos, die in Querformat gefilmt worden sind, werden hier nicht angezeigt und die könnt ihr auch nicht hochladen. Gut, gehen wir nochmal wieder zurück. Ja. Das war es eigentlich schon. Hier können wir noch unter der Lupe suchen. Zum Beispiel Hund. Und dann werden uns alle Hundevideos angeschaut, die im Titel halt, beziehungsweise nicht die Titel, sondern die Kanäle werden hier angeschaut, die ein Hund, also das Wort Hund mit im Kanal drin haben. Genau. So, gehen wir nochmal zurück. Ah, schon wieder zu weit. Ja, dann können wir noch auf das Einstellungsrädchen gehen und hier könnten wir unser Konto wechseln oder unsere Konten verknüpfen, zum Beispiel mit Facebook, möchte ich momentan aber nicht, noch nicht. Dann können wir uns abmelden. Genau, können Hilfestellung kriegen, können uns abmelden. Ja, das soll es heute für heute gewesen sein. Ich wollte euch das nur mal vorstellen. Wenn ihr mehr solche interessanten Videos haben wollt, dann klickt einfach auf meinen Abonnier-Button und vergisst nicht, die Glocke drauf zu klicken, damit ihr auch immer aktuell meine Videos bekommt. Ansonsten schaut gerne auf meinen Kanal vorbei und erfreut euch an meinen Videos. Ich wünsche euch einen tollen, tollen Abend noch. Bis dahin, ciao, ciao.